Hallo Jan-Dirk, ich begrüße dich zu unserem Gespräch im Newsroom der Freien Presse. Du bist in unserer Redaktion so ein bisschen der Experte für den Verkehr in Sachsen. Jetzt ist am kommenden Wochenende eine Vollsperrung auf der B95 angesagt zwischen Chemnitz und Leipzig. Eine wichtige Strecke. Wozu diese Sperrung und wo genau soll das geschehen? Hallo Christoph. Also die Sperrung ist wichtig, weil auf diesem Abschnitt eine Brücke eingehoben wird, die über die künftige Autobahn führt. Die A72 muss ja noch fertig gebaut werden. Es fehlen noch ungefähr reichlich 8 Kilometer zwischen Rötha und da 38, also praktisch bis Leipzig ran. Und für diese Brücke, die jetzt schon daneben liegt, die ist fast 80 Kilometer lang und über 1600 Tonnen schwer. Die muss eingehoben werden, also praktisch über die Autobahn gebaut werden. Und dafür wird ab Freitag Vormittag bis Montag, wahrscheinlich auch Vormittag, die Bundesstraße bei Zwenkau komplett gesperrt. Das heißt, man muss, wenn man nach Leipzig will, dann deutlich mehr Zeit in Kauf nehmen, um praktisch nach Leipzig zu kommen. Gibt es eigentlich einen Grund, warum diese Bauarbeiten mit Vollsperrung ausgerechnet an so einem Ferienwochenende ist es ja sogar noch, durchgeführt werden? Ja, die Autobahn GmbH, die bundeseigene Autobahn GmbH, die das Ganze plant, hat gesagt, sie haben das absichtlich in die Herbstferien gelegt und absichtlich auf dem Wochenende, weil da deutlich weniger Verkehr ist. Der ganze Lastverkehr fällt dann weg, auch Lieferfahrten etc. pp. Berufspendler, die sind alle nicht unterwegs und man hat dann wohl deutlich weniger Verkehr und deshalb genau an dem Wochenende. Ursprünglich sollte die Autobahn zwischen Chemnitz und Leipzig ja schon 2006 mal fertig sein, damals zur Fußball-WM. Jetzt haben wir 2022 und es fehlen immer noch 8 Kilometer. Gibt es einen absehbaren Termin? Und warum haben die Bauarbeiten so lange gedauert? Ja, man kann sich gar nicht vorstellen, 2006 ist schon wieder gefühlt sehr lange her. Aber die Autobahn wird voraussichtlich, muss man sagen, Ende 2026 fertig. Und dann auch bis auf Restarbeiten, das heißt, muss dann immer noch an Straßenrändern gearbeitet werden. Aber ab 2026 sollen alle Spuren fertig sein und auch der Verkehr endgültig rollen. Das hat immer wieder Pannen gegeben, auch diverse Klagen in der Vergangenheit, weshalb das sich sehr lange hingezogen hat. Und man muss sagen, das letzte Stück, diese 8 Kilometer, diese reichlich knapp 8 Kilometer, sind auch sehr kompliziert. Sie führen zum 80% über Tagebaugelände, ehemaliges Tagebaugelände. Und diese 70 Meter tiefen Gruben, die wurden einfach damals noch zugeschüttet und nicht verdichtet. Hat man im Nachhinein festgestellt, musste man halt noch nachträglich verdichten. Das hat sehr lange gedauert und war sehr aufwendig. Deshalb jetzt auch nochmal für die 8 Kilometer wird es wirklich lange dauern. Okay, Jan-Dirk, aber es ist ja immerhin ein Hoffnungsschimmer, ja. 2026. Ich bedanke mich für deinen Einblick. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke.